Drei Zweitligisten haben den Sprung unter die letzten acht im Pokal geschafft. Die Stuttgarter Kickers, Mainz 05 und eben der VfL Bochum. Und wenn es den Bochumern heute gelingt, an die Leistungen in der Meisterschaft anzuknüpfen, dann könnte der große Wurf auch gegen Bremen gelingen, der Einzug ins Halbfinale. Jens Tampi hat das Pokalfieber in Bochum gemessen. Die Autogrammjäger kehren wieder zurück zum VfL. Nach Monaten der Enttäuschung, nach vielen Beulen im blau-weißen Selbstbewusstsein, hat der Erfolg mal wieder einen Abstecher nach Bochum gemacht. Eine Sternstunde von Ili Bastürk bescherte dem VfL das Viertelfinale im DFB-Pokal. Und diese Viertelfinalspiele werden in Bochum gerne gesehen. Denn als Gastgeber hat man ein solches noch nicht verloren. Ich bin hier zu Hause vor eigenem Publikum. Das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil für uns. Und wir werden versuchen, hier gegen die Bremer zu gewinnen. Beim Viertelfinale als Talisman anwesend der Ex-Bochumer Darius Wosch. Er möchte den VfL im Mai in seiner neuen Wahlheimat begrüßen. Die Aussichten stehen sehr gut, weil diese Mannschaft jetzt sehr heimstark geworden ist, spielt einen hervorragenden Fußball und ich drücke beide Daumen. Das freut den Übergangstrainer, der auch sonst wenig Sorgen hat. Abschlusstraining mit dem kompletten Kader, die Mannschaft steht. Aber eine Frage geistert durch Bochum, die Trainerfrage. So langsam will auch die Mannschaft wissen, wer der Dietz-Nachfolger wird. Hauptsache, es passiert jetzt irgendetwas, möglichst sogar noch schnell. Ob das jetzt ein paar Tage vor Weihnachten ist oder ein paar Tage nach Weihnachten, das ist dann auch egal. Die Entscheidung fällt in diesem Kopf. Vielleicht wird Präsident Altegör ja noch heute Abend verkünden, wem er zukünftig die Hand reichen wird. Bernhard Dietz sitzt heute Abend definitiv zum letzten Mal auf der VfL-Bank. Sein Nachfolger, wie immer er heißt, tritt ein schweres Erbe an. 6 Siege aus 8 Spielen sind eine imponierende Bilanz. Dennoch will Dietz wieder Amateurtrainer werden. Das Profigeschäft sei nicht seine Welt. Was sich um den Fußball herum abspielt, ist ihm zu extrem geworden. Jens Tampier über den Aushilfstrainer Widerwillen, der sich in kurzer Zeit viele Freunde gemacht hat. Der Abschied fällt ihm nicht schwer. Er ist schließlich freiwillig. Dienstag ist noch einmal Dienstag. Sein letzter Auftritt als selbsternannter Lückenbüßer. Dass es hätte mehr werden können, hat er verhindert. Auch wenn man es ihm nicht anmerkt, der Vollblutfußballer hat keine Lust mehr auf Profifußball. Es ist wieder so ein bisschen dramatisiert. Es ist nicht das letzte Spiel bei den Profis, aber ich bleibe bei dem VfL Bochum, bleibe ich erhalten. Ich habe einen 3-Jahres-Vertrag, werde dann wieder zurücktreten zu den Amateuren, werde da wieder Nachwuchsleute ausbilden. Dass er denen was beibringen kann, hat er in den letzten erfolgreichen Jahren gezeigt. Der Schritt zurück zu den Amateuren ist endgültig, oder? Man soll ja nie sagen, ne? Man soll sich nicht irgendwo festnageln lassen. Es könnte ja mal passieren, dass mit dem Trainer was passiert oder wird krank oder irgendwo. Und dass man dann für ein, zwei Spiele mal wieder raufrutscht und nachrutscht. Das ist in allen Bereichen möglich. Allzeit bereit. Bernhard Dietz und die alten Fußballtugenden. Die hält er hoch. Ein Fußballromantiker.